wieder ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Samstag, ich war schon arbeiten, hatte heute um 12 Uhr aus und bin jetzt gerade zu Hause. Der Kleine sitzt hier oder steht und lacht mich aus, weil ich ins Telefon rede, keine Ahnung, warum lachst du? ja, also ich bin schon seit 12 zu Hause und habe jetzt ein bisschen noch Haushalt gemacht. Ich treffe mich jetzt dann mit der Laura, also hör auf. Ich treffe mich jetzt mit der Laura und nehme Izzy mit. Sehen wir mal wieder den Noah, gell? Oh, Izzy, du machst dich schmutzig bei mir. Dann sehen wir den Noah mal wieder und natürlich die Laura auch. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, weil die fliegen am Dienstag wieder zurück. Und ja, heute hatte ich Zeit und sie hatte Zeit. Dann haben wir gesagt, ja, dann treffen wir uns heute noch, bevor sie losfliegen. Ja, ich muss jetzt noch schnell die Wäsche aufhängen. Hörst du auf? Ich muss jetzt noch schnell die Wäsche aufhängen und dann... Und dann geht's auch los. Wir wollten uns eigentlich um 3 treffen, haben es jetzt auf 3:30 verschoben. Und später um 6 bin ich noch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen von meiner Cousine. Also es ist eine Überraschungsfeier von ihrer Schwester organisiert. Sie denkt, wir feiern morgen, aber jetzt feiern wir doch heute, ganz kurzfristig. Ich muss morgen arbeiten, deswegen kann ich da auch später nicht lange bleiben, leider. Und ja, Izzy ist noch etwas erkältet. Es ist jetzt gerade anstrengend zu reden und den Wäscheständer aufzusetzen. Ui! Hey, ich hab's geschafft. Was eine Frau alles kann, ne? Okay, ich hab's noch nicht geschafft. Ich kann auch einfach mal die Kamera weglegen, aber nicht. So, ich hänge jetzt schnell die Wäsche auf und dann machen wir uns los und dann melde ich mich später nochmal. So, wir sind jetzt voll peinlich. Ich finde das immer so unangenehm, obwohl du das selber machst. Wir sind jetzt im Olympia-Einkaufszentrum. Noah ist am Start. Noah ist am Start. Laura ist da. Islam erzählt auch was. Gefällt. Ja, Saleh, mach langsam. Ja, wir haben uns jetzt Kaiserschmarrn bestellt. Lauras Lieblingsessen. Irgendwie sind wir immer beim Richard, gell, wenn du da bist. Ja. Okay, das zweite Mal. Das zweite Mal. Ja. Ich weiß nicht, was er hat. Was er heute genommen hat. Naja. Lebensmittel jetzt ist. Ja. Ich gebe jetzt nur auf. Hier ist unser Kaiserschmarrn. Die Kleinen haben auch was. Ja. 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 Aber glaubst du? Finde ich halt so blöd, weil das habe ich zum Beispiel geschenkt bekommen. Das hatte ich schon 100 Mal. So was? Ja.
Oder willst du gar nichts fürs Kind kaufen? Uns ist das ja gleich kaputt gegangen. Ja, schön, dass die bei Babysachen mal schon so komische Gänge gebaut haben. Was habt denn ihr euch dabei gedacht, Kaufhof? Naja. Aber ich glaube, es wird ein Junge, oder? Ich weiß es nicht. Hast du sie nicht gefragt? Vielleicht hätte sie es dir im Vertrauen gesagt. Dann hättest du es mir im Vertrauen weitergesagt. Und ich sag's dann auch irgendjemandem im Vertrauen weiter. Aber so das ist doch voll süß. Oder diese Monster. Findest du nicht? Kann man was reintun? Ja, ich finde das so. Einfach so. Also steif? Ja, einfach so. Zeitlos? Ja, du hast zeitlos. Das ist auch voll süß. Schau mal, ein Schluck mit. Ja, das ist schön. Das wird nicht einfach. Haben die nichts Neutrales? Ich dachte wegen deinen Lippen. Ich leide an. haben die nichts ohne Teil? Was ist hier? Ah, nee. Das ist schön. Kannst ja hoffen, dass es dann nicht mehr Anne! Weiß noch, Wunder. Oh, das ist unseres. Und dann schneidest du einfach alles zusammen, oder was? Was war das für eine Frage? Ja, weil ich zum Beispiel nehme immer nur kurzes Zehen dann auf, damit ich nicht so viel schneiden muss. Ach so. Ja, ich schneide schon dann ein paar Sachen. Lass ihn hier bei der Lupi Lupi, ja, Lipo Lupi. Schläft es ja? Nee, also ich habe einfach so drauf getan. Schlamm schläft übrigens. Oh, sogar Armbänder und so. Heute sind wir ja unterwegs. Ja, sonst habe ich ja nie Zeit. Meistens bin ich ja selber die Veranstalterin. Okay. Ja, ein bisschen. So, Laura und ich haben uns getrennt, also wir haben uns auch verabschiedet und so, das habe ich jetzt vorher nicht aufgenommen. Jetzt sind wir auf dem Weg zu der Überraschungsgeburtstagsparty. Amira ist jetzt auch am Start. Ja. Und heute wegen Christopher Street Day wurde irgendwie. Mach lieber aus, weil sonst kannst du wurde irgendwie nicht reinstellen. Ja, du musst ja nicht sagen. War es irgendwie volles Durcheinander hier anzukommen. Aber. Wir haben es geschafft. Wie langsam ist der Aufzug? Und schau, wo er steht und wo eigentlich Ausgang. Ja, es ist jetzt mittlerweile schon recht spät. Es ist 19 Uhr oder so. Aber wir kriegen was hin. Morgen um 6 Uhr wieder arbeiten. Das ist unser der nächste Star. Sag mal hallo. Wer ist es? Hä? Meine YouTube-Leute. Hi, YouTuber von Samira. Also, hi, YouTuber von Samira. Als würden wir die YouTuber zuschauen. Komm jetzt rein. Seh ich mich da? Ja? Echt? Wenn du fleißig meine Videos schaust? Okay, dann mach ich so ein paar Muses für die. Krank. Wow. Hier in der Klasse drin. So, wir sind jetzt auf der Geburtstagsparty.
Haben wir sie beide? Ich sehe ein bisschen zerstört aus und ich habe so gelacht, dass meine Augen schon voll rot geworden sind. Ja, also wir fahren jetzt heim. Ich bin gerade mit den Treppen gefahren, die anderen fahren mit dem Aufzug und mit dem Kleinen. Und ja, wir sind doch länger geblieben als eigentlich gedacht. Ja, deswegen an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sehe so fertig aus. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Vlog oder im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ciao.